Hallo Vadim, ich habe eine Frage. Wenn ich einen Traumfänger fertig kaufe, wie muss ich den programmieren und was kann da vorgehen? Also im Grunde genommen, du kannst tatsächlich bis zu drei Themen pro Fänger reingeben. Aber wenn es schon fertig ist, gehst du einfach Knoten nach Knoten durch, also einfach mit Fingerspitzen. Du musst alle Knoten anfassen, nacheinander, quasi von oben nach innen, sozusagen von außen nach innen. Da kannst du bei jedem Knoten sagen, okay, für meine Gesundheit, für meinen Schutz, für gute Träume. Nächster Knoten genau das gleiche. Da kannst du das programmieren. Ansonsten, ich mache meine Sachen selbst. Aber wenn man keine Zeit hat, muss man das auch nicht machen. Kann man natürlich auch fertig kaufen und dann nachprogrammieren. Dann Haus und Hausgeist. Gibt es einen Hausgeist für das ganze Haus oder auch pro Wohnung? Eigentlich pro Wohnung. Jede Wohnung hat ihren Hausgeist. Eigentlich ist es Energie deiner Wohnung. Und genau da kannst du auch vieles natürlich auch mit dieser Energie machen. Und im Grunde genommen, Energie der Wohnung ist eigentlich ein Geist, das sowas dich immer begleitet. Das ist Energie, in der du lebst. Und die muss natürlich auch gut da sein. Wir haben auch einige Tipps schon hier durchgegangen in den Seminaren, in den Videos. Da kannst du natürlich mit diesem Geist auch arbeiten, weil der Geist arbeitet auch für dich. Also wenn er quasi auch richtig zufrieden ist, bist du auch zufrieden in deinem Leben. Und noch eine Frage. Mit der Klangschale. Also wenn ich jetzt nicht mit der, also wenn man die Schale quasi in der Hand hält, ist der Klang nicht so lang. Auf dem Kissen ist es länger, aber es ist immer schwierig, Kissen unter der Schale in der Hand zu halten. Und gibt es da eine Alternative? Man kann natürlich Handschuhe annehmen, also ganz normale Handschuhe anziehen. Da hast du einen Klang auch länger. Also ich mache das eigentlich ohne. Also da mache ich lieber zwei Klänge nacheinander. Also anstatt einen langen Klang kannst du auch zwei kurze Klänge nehmen. Und mit der Klangschale kannst du auch so arbeiten. Beides. Also im Grunde genommen, Schmerz ist natürlich immer eine Wirkung. Ursache ist natürlich davor. Also, und der Körper schreit immer nach der Seele. Das heißt, wenn du die Seele übersehen hast, dann ist irgendwann der Körper dran und zeigt dir, okay, hier hast du einen Schmerz. Mach was. Und wenn du mit Schmerzen arbeitest, zum Beispiel, wenn du die Schmerzen rausziehst oder mit der Kerze zum Beispiel arbeitest, gehst du eigentlich in erster Linie auf die Ursache. Das ist ja genau das, was Schamanen machen. Also wir beschäftigen uns immer mit Ursache und daher, wenn du die Kerze zum Beispiel am Schmerzpunkt hältst und die Flamme brennt, die Flamme ist halt Feuerelement, es verbrennt eigentlich die Ursache und nicht den Schmerz selbst. Schmerz vergeht natürlich, aber das ist eigentlich eine Kette immer. So muss man das sehen. Also du kannst rasseln, du kannst trommeln, du kannst auch mit dem Fuß machen, oder? Jeder macht es anders, es geht aber auch ohne. Also es gibt auch schamanische Reise ohne Trommel, wobei ich stehe mehr auf Trommel, weil es natürlich auch mit Herzschlag zu tun hat, total. Also sprich eigentlich, du gehst von 60 Schlägen pro Minute auf 320, 350 circa und bist eigentlich voll im Fluss. Also daher, ich bevorzuge das. Man kann natürlich probieren ohne. Also es gibt sehr, sehr viele Schamanen, die auch ohne Trommel arbeiten und komplett auf die ganzen Instrumente sozusagen verzichten, oder? Weil man sagt auch, einige zum Beispiel in Bolivien, die arbeiten mit Flöte. Also Flöte ist auch ein Instrument. Und zwar, das geht aber mehr über die seelische Ebene, dann nicht über das Herzchakra, sondern mehr über die Seele. Also es spricht auch wieder mal Solarplexusbereich.